Moin Moin und willkommen zurück zu dieser kranken Scheiße von Resident Evil. Wir haben in der letzten Folge eigentlich Heisenberg aufgesucht, haben ihn ja nicht gefunden. Dafür aber Ottos Sägewerk einmal platt gemacht und noch diesen Boss mit dem Hammer da zersäbelt. Und jetzt haben wir endlich das Umbrella-Siegel hier offengelegt, was rausgenommen und folgen einfach jetzt diesen Weg. Mit meinem Messer, genau. Zack. So, ich bin gespannt. Es gibt ja nochmal das, was wir hier sehen da unten, gab es ja nochmal. Da müssen wir wahrscheinlich das Ding da reinlegen. Gucken, ob ich das finde. Hier jetzt gleich. Ich glaube schon. So. Was war das? Weiß es nicht. So, mal kurz hier runtergehen. Wir können auf jeden Fall das Ding hier in Gang setzen, glaube ich. Denn wir haben ja so eine Kurbel. Da sind ein paar Sachen, die können wir schon einsammeln. Ist nur die Frage, ob wir mit dem Boot da weiterfahren sollen oder ob wir oben längs gehen sollen. Natürlich zwei verschiedene Sachen, die wir machen können. Eigentlich wollen wir Heisenberg aufsuchen. Das Boot kann man auch irgendwo hinfahren. Steigen wir ins Boot ein. Können wir da durchfahren? Guck mal, wo das Ding hinführt. Okay. Hier ist noch eine Brücke. Auch mal rein. Also ich mit meiner kaputten Hand, eine Hand abgeflext, die andere Finger abgebissen. Also besser wird's nicht für mich, oder? Was ist denn hier? Guck mal. Ich habe die bestellte aber abgeschlossen. Bitte bringen Sie das Haus mit dem roten Schein. Ach so. Hier sind wir wieder. Komm. Sagen wir nochmal hier kurz. Okay, also ist nur eine Abkürzung zu was anderem. Das ist ein bisschen Quatsch, jetzt hier links zu gehen. Da wollen wir nicht wieder rein. Ja, lustig. Da gibt es ein paar Abkürzungen einfach nur, ne? Mehr ist es nicht. Hier oben mal drin? Weiß das alles nicht mehr. Ah, hier waren wir bestimmt drin. Ja, okay. Gut. Gehen wir erstmal im Boot zurück und folgen den Normalberg. Wir wollten ja diesen Heisenberg da endlich mal platt machen. Machen wir jetzt. Ich glaube. Ja, guck mal, das. Ja, genau, es geht nur zu. Okay. Los geht's. Ab zurück zu Heisenberg. Was da gerade für ein Rumpeln und Pumpeln war, das wissen wir auch noch nicht. Der Heisenberg, mit dem ist bestimmt nicht gut Kirschen essen. Wir haben auch schon sehr viel Munition verballert, muss ich zugeben. Aber das ging ja nicht anders. Da runterfahren traue ich mich irgendwie nicht. Sieht nicht so gesund aus. Okay. So. Genau, dort ist das und da kann man es jetzt reinstellen. Was immer dann passiert. Wir machen es einfach mal. Cage der Giganten, der wird es wahrscheinlich sein. Wow! Das nenne ich mal eine coole Brücke. Ziemlich cool ist. Also ziemlich. Das ist schon ziemlich cool, oder? Wenn du so eine Brücke hast.
Jetzt fahr ich mal runter. Oh, dachte, ich könnte die Brücke zur Brücke hin, aber irgendwie fahre ich jetzt gerade hier runter. Wo fahre ich denn hin? Ist die Frage. An Arsch der Welt? Oh, Vertigo, Vertigo. Jetzt bin ich schon aufgeregt. Okay, da geht's schon mal längs. Geht auch den Weg, okay. Mach dir keine Sorgen um das Kind. Alles wird gut. Ha! Na los, komm einfach über die Brücke. Okay, hier können wir auch nochmal speichern. Das machen wir auch nochmal glatt. Okay. Einfach über die Brücke gehen. Oh, komm, laufen wir über die Brücke. Das geht bestimmt auch. Oh. Ah, Ethan Winters. Willkommen. Du hast Donner und Moreau bezwungen. Respekt. Hast in Amerika wohl schon Schlimmeres überlebt, hm? Oh, ich mag dich. Ich will mit dir über Rose sprechen. Halt die Fresse. Und Miranda. Komm rein. Keine Sorge. Das ist keine Falle. Klar, lass Miranda, denn sie will ja. Okay. Gehen erstmal hier außen, klappen wir nochmal alles ab. Wer weiß, ob wir nicht irgendwie Schrottteile finden, die wir noch irgendwie benutzen können für irgendwas. Sieht da jetzt irgendwie nicht so danach aus. Das ist keine Falle da. Hm. Alter Schwede. Wenn das keine Falle ist, was ist denn doch sonst eine Falle? Da. Rostige Reste. Lass mal kurz ein bisschen rumgucken hier. Ist ja nicht so, dass wir in Eile sind. Okay. Okay, los geht's. Ab in die Höhle des Löwen. Die Schauplätze sind schon sehr, sehr unterschiedlich, muss man sagen. Okay, da geht's runter. Warte mal, wir bleiben mal kurz hier oben. Kann das auch aufmachen hier? Ne, das geht nicht auf. Liegt auch weiter nichts. Okay. Which way is the real way? Chemikalien. Mia? Wahrheit tut weh, ne? Oh. Gib's zu. Du denkst, wenn du mich beseitigst, kriegst du deine geliebte Rose zurück. Ich werde sie retten. Sieh mal, du verstehst das falsch. Verdammt, ich rede. Letzte Warnung, Penner! Bitte verzeihen. Setz dich. Direkt vor der Falltür setzen? Klar mache ich das. Die verarschen dich. Was soll das heißen? Dass das ein Spiel ist? Ich sagte, setz dich! Ein monströses Miststück. Eine Psychopuppe und ein Schwachkopf. Kapierst du nicht? Die testen dich. Ob du stark genug bist, Teil von Mirandas Familie zu sein. Ich will kein Teil ihrer Familie sein. Ich auch nicht. Und sieh mich an! Ich bin der Nächste, richtig? Beseitigst mich, nimmst meinen Platz ein. Denk nicht mal dran! Ich interessiere mich einen Scheiß für dich. Ich will einfach meine Tochter. Ich doch auch. Was? Weißt du nicht, wie mächtig dieses Kind ist? Lässt sogar Miranda zittern. Ich schwöre, wenn du nicht sofort aufhörst!
und ich, Ethan. Wir retten deine geliebte Rose und benutzen sie, um Miranda in Stücke zu reißen. Meine Tochter ist keine Waffe. Fick dich! Letzte Chance. Du willst nicht wissen, was da unten ist. Das Risiko gehe ich ein. Dein Grab. Was? Eine Kettensäge unterwegs hier? So. Okay, wir laufen langsam. Scheiße! Ja, wohin soll? Ich kann nicht durch. Ich bin nur hier längs. Ich kann nicht durch. Hier runter. Ich kann nicht durchkrabbeln. Okay, so sieht's aus. Sackgasse. Sackgasse? Schwimmen wir rein. Scheiß drauf. Ey, wo willst du wohl hinführen? Jetzt gelandet. Was war das für ein Ding? Ja, auch nicht. Oh, ich bin in der Schrottpresse von Star Wars. Kann ich wohin soll? Der holt da ein bisschen Schrott, das Ding. Okay. Ich kann mich auch holen. Ah, ist eine Leiter. Hier sind wir hin. Ach komm schon. Ach Mann. Oh. Gute alte Kanalschacht. Ich kenne die nicht, beziehungsweise Lüftungsschacht. Auch. Der Ethan hat es echt nicht leicht, ne? Ethan Winters will kommen. Winter is coming. Heilige Scheiße. Was ist das denn hier für eine Fabrik? Ich muss zurück nach oben. Aus der Fabrik entkommen. Gibt es noch irgendwas? Na, guck mal hier. Muss immer überall hingucken. Überall kann das da eine Munition liegen oder so. Muss echt aufpassen. Okay, wir müssen noch ein bisschen Munition sparen auch. Ach Quatsch. Natürlich, wer soll sonst hier sein? Stets zu Diensten. Das gibt's doch gar nicht über alles, ne? Ich habe neue Waren für dich besorgt. Wie wär's? Muss doch echt mal mehr von besorgen. Vielen Dank für deinen Einkauf. Was? So eine Waffe haben die auch hier? Die 120.000. Okay, haben wir natürlich jetzt die Kohle. Aber schon ganz cool, dass er so eine Waffe hat. Was ist das denn hier? Okay. Boah, nicht schlecht. Nicht schlecht. Das Ding nehmen wir trotzdem nochmal mit. Gerne. Noch etwas? Und wir können es erweitern mit 50.000 haben, okay. Zu hungern heißt zu leben. Okay, schönen Tag.
Mal speichern. Kann natürlich kein Moment nicht verwendet werden. Wäre auch einfach gewesen, mit dem Fahrstuhl nach oben zu fahren. Das ist eine Karte. Hier vier Rohstoffe, okay. So, lass mal gucken, wo wir hinkommen. Geräusche. Sieht leicht zerstörbar aus, sagt er. Okay, warte mal. Das machen wir aber mit Messer. Wir wollen ja keine Munition. Oh, warte mal. Es ging los. Ja. Ach komm. Diese Headshots, die sind mit der kleinen Waffe hier gar nicht so leicht. Aber egal. Da geht's irgendwie nur runter. So, und cool, da wollen wir nicht runter. Wir wollen ja nach oben und nicht nach unten eigentlich, ne? Naja. Ach komm schon. Dein Kopf doch getroffen da. Ach guck mal. Ein Schädel zum... was auch immer. Heieieieiei. Kohle. Ist ja schön, dass immer Kohle kommt, aber es wäre auch ganz geil, mal ein bisschen Munition zu finden. Eine Gießanlage, aber ohne Kokill ist sie nutzlos. Was? Ohne was? Okay. Werden wir schon noch finden hier irgendwo. Von der anderen Seite verschlossen. Sieht aus wie eine... Das sieht aus wie ein Schloss. Lass mal gucken, ob wir hier weiterkommen. Achso, warte, mit Dietrich haben wir doch. Gucken wir mal rein, was wir da bekommen. Gelbquarz. Keine Ahnung, wofür ich brauchen kann. Aber wir haben's. Scheint nicht genügend Strom drauf zu sein. Natürlich nicht. Warum soll es doch einfach gehen, wenn es auch schwer ging? Wo sitzt da dahinter dann? Okay. Der sieht irgendwie uncool aus. Okay, noch weiter raus. Gut.
Ah, das brauchen wir, okay. Kommen wir an dem vorbei jetzt oder springt der jetzt auf? Natürlich. Ah, er schützt sein Herz. Okay. Okay. Das Herz seiner. Alter Schwede, wie viel muss ich jetzt gerade an dem bekackten Typen Munition verschwenden? Das war doch jetzt gerade echt nervig. Ganz ehrlich, kommt ihr nicht voran mit Munition, ne? So, jetzt schmilzt er uns das Ding. Dann können wir das an die Tür setzen. Okay. Ist ja auch, glaube ich, nicht so heiß. Kann man auf die Hand nehmen. Danke. Okay. Mal kurz mal gucken, ob wir noch irgendwas... Also erstmal stellen wir das hier her. Dann brauchen wir ein bisschen... Hiervon. Hiervon? Hiervon? So. Alter Schwede. Was ist das da unten denn? Was ist das denn da bitte? Können wir nichts reinstecken, oder? Pferdeschlüsselkopf. Passt da ein Schlüssel von uns rein? Warte mal. Da brauchen wir irgendwas mit so einem... Ah, haben wir nicht. Okay. Achso, das ist das. Kann ich mal runtergehen? Ja. Schon kaputt machen, die Dinger. Kann man es auch mit dem Messer kaputt machen? Natürlich kann man das. Das geht nicht so einfach.
Okay. Ja, das Ding ist schwerer zu treffen da oben. Oh. Oh. Alter, wie soll das denn treffen? Das ist ja gemein. Hm. Da kommen wir nicht durch sonst. Dann wird man hier auf die andere Seite noch nie besser treffen. Schießen wir die kaputt oder rennen wir einfach rüber? Ne, dann ist auch doof, ne? Munition herstellen. Okay, also wir haben auch echt gar nichts mehr eigentlich, ne? Hier haben wir noch 11 Schuss. Okay, so kann man natürlich auch seine Munition loswerden. Sehr nett von dem Spiel. Weiß, dass ich das nicht brauche, ne? Mal gucken, ob das auch hier die Chinesen schaffen, wie beim ersten Teil, nur mit einem gepackten Messer das ganze Spiel zu schaffen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das gehen soll. Die machen das. Weg und von der anderen Seite verschlossen. Natürlich ist es verschlossen von der anderen Seite. Ich komme auch nirgendwo hier ran. Na gut, gehen wir es. Hier stehen einfach, hier hängen einfach Leute rum, seht ihr das? Okay, ganz ruhig. Die wollen uns gar nichts. Können wir hier rein? Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Diese Mauer sieht brüchig aus. Macht es Sinn, da was reinzuballern? Zum Beispiel eine Röhre? Eine Röhrenbombe? Macht Sinn. Mechanisches Teil. Ein Zylinder. Munition. Oh, geil. Kann ich aufladen hier? Ich habe nur Angst, dass da gleich die Dinger, die Leute da loslaufen. Okay, das heißt, wenn wir den Strom anmachen, werden die loslaufen. Wetten? Hier fehlt ein Zahnrad. Ich habe hier so einen Zylinder. Wo ist denn der? Ach Quatsch, das ist so ein. Das ist nur so ein Teil, was ich kaufen kann, oder was? Ja, okay. Explosivgeschosse, die mag ich. Gut. Aber die brauchen wir jetzt noch nicht. Brauchen wir nachher für was. Für die härteren Sachen.
Der Sound hier, ey. Da komme ich nicht rein. Mechanischer Soldat. Leiche eines ausgewachsenen Mannes benutzt, habe Herz entfernt und Gardu eingepflanzt. Muskelstimulation mit Elektroschocks erfolgreich. Hirn tot, aber daher kaum kognitive Fähigkeit. Bewegungen nur durch Zerstörungswillen induziert. Danach Stillstand. Kopfstück an Schädel angebracht. Elektroden melden stabile Gehirnströme. X-Men 1, Kampf gegen Lykans und dann demontiert und gefressen. Fähigkeiten hinsichtlich Zerstörung und Tötung mangelhaft. Habe Unterarm mit Bohrer ersetzt. Bewegungsfähigkeit aufgrund mangelnden Outputs unzureichend. Mit lebenden Körperversuchen? Kadu-Reaktor im Brust implantiert. Deutlich verbesserter Output. X-Men 2, Kampf gegen Lykans, innerhalb einer Minute 3 Lykans zerstört. Okay. Das sind die Zahnraddinger, okay. Sollen wir die vielleicht da vorne reinsetzen gleich? Ne, wir müssen sie in unser Dings machen hier, in unserer Karte. Okay. Wir müssen sie in unserem. In dieser Presse wieder machen. Die war ja da hinten, die Presse. Das machen wir jetzt mal. Mal gucken, ob ich hier hinten auch noch durch kann irgendwo. Aha. Guck mal, da sind die Typen. Dann können wir direkt hier durchgehen. Ist ja viel besser. So. War es nicht hier unten irgendwo? Nein, schon, ne? Nee, 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 wir sind falsch hier. Das ist ja Quatsch. Geh mal hoch. Es gab ja den Weg da oben, das ist ja total Quatsch, wo ich jetzt längst gehe. Huch. Ja, nochmal da durch. Kann ruhig noch durchlaufen, dürfte ja nichts passieren, solange der Generator nicht geht. Oder war ich falsch? Wir legen schnell das Ding hier rein. Okay. Wie uncool ist er denn? Oh. Weg mit dir! Shit, ey. Der hat uns gerade aber ein bisschen zugesetzt. So. Zahnrad? Wo war das Zahnrad jetzt? Wo das Zahnrad war. Alter, ich hab gar keine Munition mehr, nichts mehr. Ich hab nichts mehr. Ich bin einfach blanko, mehr als blanko. Und hier war das, ne? Da, gut. Okay, los geht's. Gegen dieses Miststück verbünden. Wirklich, wirklich enttäuschend. Sie hat mich uns zu ihren Kindern gemacht, hat uns in diesem Dorf weggesperrt. All die Jahre mussten wir ihr dienen. Kannst du dir diese Demütigung überhaupt vorstellen? Ich
von der Schlampe. Also brauche ich Macht. So viel wie nötig ist. Sie zu vernichten. Wow. Eine zerstört? Dies sind die Früchte meiner Macht. Die Starken vertilgen die Schwachen. Das ist der Lauf der Welt. Du hättest mich nicht abweisen sollen, Ethan. Alles klar. Das ist ein Psycho. Reicht's auch. Hab ich keine Muni mehr. Ja, keine Munition mehr. Mach ich jetzt, ich hab keine Munition, nichts mehr, ey. Warte mal, tausch mal kurz hier um. Wie viele von diesen Gegnern noch auftauchen, das ist das Problem. Warte mal. Ja, wieso lebst du denn noch? Nur Spaß. Okay, was mache ich? Ohne Munition. Können wir noch was, kann ich was herstellen? Ich kann nicht mal irgendwas herstellen. Hier, so Rohbomben kann ich herstellen. Chemikalienbomben. Irgendwie ganz auch noch nicht koscher hier. Ich habe viel Geld drin, wie kommen wir da ran? Na gut. Müssen wir nach oben jetzt? Anscheinend. Okay. Und cool. Alter. Ganz ernst. Wie sollen wir das denn alles schaffen hier, wenn wir die ganze Zeit komplett unsere Munition verballern für diese Spackos? Ganz im Ernst. Ja, danke. Das rettet mich, ne? 5 Munition-Dinger hier. Ganz im Ernst.
das Ganze, um dieses Ding hier hoch zu runter zu bekommen wegen Strom. Krass, oder? Ist auch nicht so schön, dass die sich da bewegen. Puha. Also noch so ein fetter Gegner und beziehungsweise, ja. Bringt uns nichts mehr, ne? Ja, ich hab's gemerkt. Lauf. Ja, ich hab's gemerkt. Los. Hier. Oh, Scheiße. Ein Schuss noch. Verdammt, da habe ich gar nichts mehr, ne? Komm mal rauf! Oh! Komm ja nicht raus. Auf hier links. Lauf, lauf, lauf. Ah. Gibt's doch gar nicht. Alter, Leute, das macht doch keinen Spaß mehr. Kann ich mal bei mich heilen? Ich kann ein bisschen Schuss machen hier. Genau das. Kann ich nichts machen. Hallöchen. Ich habe mein Geschäft erweitert. Komm, sieh dich um. Mhm. Stehen wir mal rein, was er hat. Ja, ich habe nicht so viel Kohle. Und Munition verkaufst du leider auch nicht. Voll Spaß. Ich kann das verkaufen. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Quarz. Priorität. Glaub mir, mein Freund. Schwere Zeiten, Ethan. Ja, pass auf, wir kaufen auf jeden Fall diesen Koffer hier. Das können wir nicht so viel kaufen. Aber wir können, ah, okay, wir können stärker machen, die Waffen. Überlass das mir. Ah. Okay, müssen wir erstmal Kohle haben. Aber warte mal. Du, danke für deine Treue. Ich noch mal. Gut, können wir das Ding jetzt benutzen hier? Okay. Er setzt den Fahrstuhl, wir fahren mal mit ihm runter. So geht's auch.
Hier waren wir doch schon, oder? Das heißt, wir müssen eigentlich wieder hoch. Wir haben uns ja schon nach oben gekämpft, wir sollten wieder oben bleiben. Gut. Was sehe ich jetzt gerade verkehrt? Ne, ich glaube, es ist richtig, ne? Ach, Produktion, genau. Sonst wird bis nach oben vorkämpfen. Ah. Liegt noch einiges vor mir. Ja, einiges, ist richtig. Ich glaube, wir kämpfen uns das nächste Mal weiter durch, weil hier machen wir Stopp. Das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Und das kriege ich nicht mehr unter einer Stunde hier. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und beim nächsten Mal geht es hier in der Fabrik weiter. Bis dahin, tschüss.